Freunde. Ja, sie hören jetzt heute zu deinem Lieblingsverein in der Olympiastadion, das ist Hertha BSC. Ich hatte jetzt 2 Jahre Stadionverbot, die sind jetzt um. Weil ich einen Ordner geboxt habe. Der wollte mir meine Thermospulle wegnehmen mit Kamillentee. Das blöde Schwein. Aber wie gesagt, Aho je, Hertha BSC. Ja, aber hierher kommen wir noch zu spät oder was? Kann ja wohl nie wahr sein. Hier mal und mussten eine ganz traurige Zwischenbilanz mal ziehen. Das ist Halbzeit, das steht 2-0. Die Hoffenheimer. Und die haben 2 Postenschüsse gemacht. So eine Scheiße. Und der Schiri, das ist eine Flöte. Der pfeift sowas von Scheiße. So, jetzt war ich mit meinem Kumpel hier in der Halbzeit, da dachte ich, muss mal pinkeln gehen. Da dachte ich, da musst du außen rumgehen, die bauen ja auf die Toiletten. Da dachte ich, aber wenn ich auf die gegenüberliegende Seite gehe, da verfasse ich ja die ganze zweite Halbzeit. Ich sage, ja, die Toiletten hier sind hier kaputt, da wird hier gebaut. Ich sage, pinkel da einfach bei deinem Vordermann im Beutel drin. Da sagt er, bist du bescheuert? Wenn ihr das merkt, ich sage, du hast es doch ungemerkt, als der hinter dir in deinem Beutel drin gepinkelt hat. Ist das ein Trottel? Jo, Freunde, ich freue mich auf das zweite Halbzeit. Das muss doch was werden. Und der Hertha muss man 3 Tore schießen. Hoffe ich. Verloren zu Hause und ich Idiot kaufe mir noch ein Bier für 4,40 Euro. Da wurde ich selber scheiße hier. Ahoi! Das war's hier!